Kennen Sie noch Psy und seinen Superhit Gangnam Style? Das war der erste große K-Pop-Erfolg, also koreanischer Pop. Ist schon ein paar Jahre her, aber auch 2019 schlagen koreanische Musiker wieder zu. Mit Kill This Love hat die Band Blackpink jetzt alle bisherigen Rekorde einkassiert. Innerhalb von 24 Stunden wurde ihr Video auf YouTube 56,7 Millionen Mal abgerufen. Das gab's noch nie. Lisa de Rütter und Lutz Philipp Haber. Laut, schrill, bunt. Das ist Blackpink, die gerade gehypteste Girlgroup des Globuses. Ihr neues Video hatte in weniger als 3 Tagen 100 Millionen Klicks. Mehr als 979.000 Nutzer schauten es sogar zeitgleich. Die größte YouTube-Premiere aller Zeiten. Wahnsinn? Wahnsinn. Ja, poppig, ne? Peppig, einfach gute Laune-Musik. Ich glaube, das wird mich schon interessieren. Wie heißt die Band? Blackpink. Es ist interessant. Ja. K-Pop ist in Asien seit 15 Jahren das große Ding. Den weltweiten Durchbruch erlebte die Musik 2012, als Rapper Psy Gangnam Style veröffentlichte. Erstmals wurde ein Clip 1 Milliarde Mal geklickt. Was haben sie nur mit der Welt angestellt? Ja, das frage ich mich selber auch ständig. K-Pop ist ein Mix aus, ja, woraus eigentlich? Sagen wir Pop, Rap und Elektro. Doch hinter der vermeintlichen Zuckerwelt steckt eine knallharte Industrie. Kalkuliert gecastete Kunstprodukte. Die 3 größten Labels machen jährlich zusammen mehrere 100 Millionen Euro Umsangauch dank Stars wie den Bangtan Boys, kurz BTS. Musik, die sogar mit südkoreanischen Steuergeldern gefördert wird. K-Pop als Exportschlager. In den USA etwa waren BTS schon auf Platz 1. Auch in Deutschland gibt's immer mehr Fans. 2018 spielten sie 2-mal in Berlin. K-Pop erobert endgültig Europa. Interessant zu sehen ist eigentlich die clevere Mischung aus westlichen Pop-Begriffen. Also sie nutzen ja dann immer irgendwelche Worte wie Love oder Kill und verbinden das aber dann trotzdem mit ihrem koreanischen, mit ihrer koreanischen Sprache. Und diese Mischung, die macht's eigentlich. Ach ja, Ende Mai spielen die Mädels von Blackpink auch in Berlin. Es könnte voll werden.